Jo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich eine sehr, sehr coole Idee, denn ich habe vor kurzem, vor einer halben Stunde war das glaube ich, Hunter Classic gezockt und wir haben auf Tiere gelauert, also sprich auf einem Baumsitz und das funktioniert ja sehr, 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 sehr gut. Jetzt habe ich gedacht, wir machen das heute auf jeden Fall mal in Hirschfelden in The Hunter Call of the Wild. Ich habe mir auch schon eine Route ausgesucht und zwar, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, ich habe nicht so oft Hirschfelden gejagt, aber damals bin ich immer von hier aus die Route bis hier runter gegangen und das werden wir auf jeden Fall heute auch machen. Dabei haben wir hier die Spotter, da machen wir jetzt gleich die Tarnung nochmal ein bisschen anders. Dann haben wir hier den Hawk Each Bogen, natürlich unser Fernglas, rote Schlockrufer, Schweine und vielleicht für den Rotfuchs. Dann haben wir hier zweimal einen Duft. Bin ich mal gespannt, wie der funktioniert hier. Unlockstärke ist mittelmäßig, Reichweite bis 200 Meter, also sollte auf jeden Fall doch ganz gut funktionieren. Habe ich aber tatsächlich in Hunter Call of the Wild so gut wie gar nie benutzt. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch das Zelt dabei, das muss ich gleich vielleicht sogar noch umtauschen. Ich glaube, wir nehmen gleich eben so einen Baumsitz mit und nicht erst das Zelt und holen dann den Baumsitz eben raus. Und natürlich unser Geruchsreduzierer ist mit am Start. So, wir haben auf jeden Fall jetzt unsere Tarnungen erstmal geändert für die beiden Waffen, die wir heute mitgenommen haben, und zwar in so einem Camouflage, und wir haben natürlich direkt jetzt den Baumsitz mitgenommen. Wir werden jetzt hier die ganze Route hier abgehen bis unten zum Haus und werden da natürlich direkt vielleicht hier auch noch mal ein bisschen bejagen. Ich denke, dass wir erstmal hier einen Stopp einlegen und ebenfalls hier und hier unser Baumsitz eben irgendwo dann auch ausprobieren und hinstellen, und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal hier los. So, wir stehen jetzt schon am ersten Tarnzelt hier dran. Wir sind relativ schnell hierher gerannt, aber wir schauen auf jeden Fall jetzt mal, was es hier so gibt. Oder sollen wir hier vielleicht noch gar nicht aufstellen? Also die Frage ist nur, ob wir hier wirklich jagen sollten, weil es ist schon sehr unübersichtlich, das Ganze da, ne? Wir gucken mal. Rothirschduft habe ich dabei. Rothirsche dürfte es hier auf jeden Fall geben. Ich habe hier eine Rothirschzone. Hier habe ich leider gar nichts. Oh gut, ich glaube, ich bin an dem großen See hier noch nie gewesen, oder? Egal, wir schauen auf jeden Fall mal. Ich glaube, das sollte auch hier ans Holz hingehen, oder? Oder ich weiß nicht, wie man das jetzt hier am besten macht. Dann gehen wir mal rein und callen vielleicht auch ein bisschen. Das Problem ist einfach nur, dass es sehr, 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 sehr unübersichtlich ist hier. Also man kann hier hinten in so eine kleine Lichtung reingucken. Aber allein hier und hier ist es sehr, sehr schwierig zu erkennen, ob da irgendwas läuft, beziehungsweise da irgendwas drüber halt geht, übers Feld. Besonders wenn jetzt hier ein Rotfuchs durchläuft, dann sehe ich hier auf jeden Fall wahrscheinlich gar nichts. So, wir haben jetzt 8.35 Uhr und ich bin mal gespannt, ob wir hier das ein oder andere Tier sehen werden. Oh! Aha, das geht ja schneller als gedacht. Hä? Okay, das Ding ist jetzt nur, ich habe die 600 Gramm Pfeile dabei, also ich hätte ihn nicht mal schießen können. Ich habe an das gar nicht gedacht. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Oh, da hat, glaube ich, irgendwas gerufen. Aha, aber ich habe, glaube ich, die Waffen gar nicht dazu mitgenommen, beziehungsweise halt die Munition dafür. Aber wir haben auf jeden Fall hier schon mal das erste Tier gesehen. Das sah tatsächlich ganz cool aus, wie der hier an unserem Tarnzelt hier vorbeigelaufen ist. Zwar klar, jetzt habe ich die Munition nicht mitgenommen für den Fuchs, aber geschossen hätte ich ihn doch ganz gerne trotz alledem. Aber wenn es was ganz Seltenes wäre, dann würde ich es natürlich jetzt nicht einfach so schießen. Aber wir rufen auf jeden Fall jetzt mal hier zurück und schauen mal, ob da das Reh auf jeden Fall jetzt kommt oder nicht. Aha, da haben wir schon die ersten. Kommen hier auf jeden Fall, sind beides Weibchen. Aber ich würde sagen, die holen wir auch direkt dann mit dem Bogen. Zwar sind die Pfeile dafür nicht geeignet. Sieht schon sehr cool aus, aber tatsächlich gerade. So, den müssten wir eigentlich haben. Geht runter. Liegt auch direkt hier dran. Jetzt weiß ich nicht, ob wir auf den Rotfuchs hier noch warten sollen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal kurz die raus und schauen, ob wir den Rotfuchs hier vielleicht noch irgendwie rankriegen, wenn er nicht eben schon abgehauen ist. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich gar nicht so lange gewartet, bis das erste Reh kam. 10 Minuten oder so, fünf Minuten. Es ging also tatsächlich ganz schön schnell. Ich habe tatsächlich jetzt aber das Gefühl, dass der sogar weggerannt ist. Ich denke die ganze Zeit, dass da irgendwelche Steps sind, aber das ist hier diese Plane, die so die Geräusche macht. Gut, wir haben jetzt gleich 9 und es scheint so, als wäre der Fuchs eben abgehauen. Dann schauen wir uns auf jeden Fall mal unser Reh hier vorne an. Ist zwar verschossen, aber war ja eh nur ein 1er. Ist hier
Oh, das, ja, okay, das lassen wir auf jeden Fall mal so stehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier mal entlang oder beziehungsweise können wir direkt durchgehen, oder? Jetzt wollte ich gerade sagen, wo ist mein Marker? So, und jetzt heißt das natürlich wieder warten. Falls ihr wollt, dass wir das auf jeden Fall mal in Hunter Classic machen, weil da habe ich es ausprobiert, da funktioniert es tatsächlich ganz schön gut, dann lasst es mich ganz gerne wissen. Und falls ihr mir beim Stream zuschauen möchtet, dann demnächst auf YouTube, weil ich fühle mich auf YouTube einfach ein bisschen wohler, wie auf Twitch. Ich habe zwar den Twitch-Account, also falls ich irgendwann später dann mal doch vielleicht auf Twitch rüber wechseln sollte, dann ist er natürlich auch bei mir im YouTube-Profil verlinkt. Ansonsten werde ich auf jeden Fall jetzt nur noch auf YouTube streamen. Aha. Hier kommt ein Wiesent. Level 1. Für dich hätte ich, glaube ich, aber tatsächlich auch die richtige... Nee, doch nicht. Doch. Das würde tatsächlich sogar mit dem Bogen sogar funktionieren, wenn der näher herkommen würde. Wie kann ich die denn schießen? Auf 60? Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Der hier kommt schon sehr, sehr nah. Das ist ein Männchen. Da ist nun ein Zweier. Bin mal gespannt, wie das hier ist, wenn ich den jetzt gleich schießen würde. Eben mit dem Bogen. Schuss. Hat auf jeden Fall gepasst. Geht runter und liegt auch schon. Die da hinten hat es nicht aufgescheucht. Schon mal ganz gut. Den schon. Aber die kleinen Zelte hier eigentlich auch ganz cool, oder? So vom Aufbau her. Kann ich da drunter gucken? Tatsächlich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Sagen wir, holen uns auf jeden Fall den hier mal ab. Schuss hat sehr, sehr gut gepasst. Ich bin mal gespannt, wie weit der aber reingegangen ist. Hier ist er. Oha, also der Pfeil hat schon einen mächtigen Rums, sag ich mal. Geht hier einmal komplett durch den Wiesen durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier ein bisschen mehr in diesen Wald hier rein und stellen mal eben unser Baumhochsitz auf. Ist eine ganz coole Lichtung tatsächlich hier. Ich würde sogar hier das machen, wenn es an irgendeinen Baum hier rangeht. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier vielleicht an den hier. Ich würde schon ganz schön weit oben irgendwo sitzen wollen. Aber es ist auch wiederum doof. So, dann machen wir unser Spray mal hier an den Baum hin. Gehen wir mal hoch. Und schauen mal, ob sich hier irgendwas ergibt. Der Kontrast ist jetzt natürlich auch sehr, sehr geil hier. Mit dem orangenen Wald. Diesem orange-gelb-roten Wald. Und dann hier links einfach alles grün. Sieht sehr, 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 sehr geil aus. Also Hirschfelden, einer wahrscheinlich der schwierigsten Maps, aber einer der schönsten Maps zu 100%. So, dann würde ich einfach sagen, wir gehen dann später einfach mal hier entlang, wo es ein Tarnzelt Hochsitz. Hier könnten wir vielleicht dann noch hin. Dann könnte ich aber direkt hier rumswitchen. Ich würde sagen, hier ist wie so eine kleine Dülle. Da würde ich aber tatsächlich auch ganz gerne hingehen. Dann würde ich hier als nächstes hingehen. Aber erstmal warten wir hier auf ein Tier. Wir hören was. Wir hören Steps. Die macht es uns auf jeden Fall jetzt auch sehr spannend. Ah, wahrscheinlich ein Reh. Ich hab's gehört. Es war schon direkt unter uns. Das habe ich gar nicht gesehen. Woher kam das denn? Ist wahrscheinlich hier direkt hinter dem Baum hier unten entlang. Wir haben es nicht mitbekommen. Da hinten sehen wir auf jeden Fall noch ein paar Wiesen drumlaufen. Ich höre Schritte. Ja, ich höre es auf jeden Fall knistern hier. Ich habe auf jeden Fall gerade was gehört und da läuft es auch schon. Ein zweier Reh, das ist das, was ich gemeint habe. Rehe, ganz schön oft reagieren die auf Rothirschkoller. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Es geht ja schon auf die 40 Meter auf jeden Fall. Er galoppiert direkt zu uns. Dann würde ich ihn direkt auch mit dem Bogen hier rausnehmen. So ist jetzt auf jeden Fall auf, ich würde sagen, schon 20 Meter. Der Schuss sitzt. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert jetzt von dem Tier. Wir haben jetzt 10.29 Uhr bis zum nächsten Tier. Wie lange das dauert. 10.44 Uhr und es sieht so aus, jetzt kommt kein einziges Tier mehr. Und Rothirsche auch keine Spur davon. Aha! Woher kommt der denn jetzt plötzlich? Der kam jetzt sehr, 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 sehr random tatsächlich. Da könnten wir jetzt auf jeden Fall einen Schuss wagen mit der Spotter. Der kam einfach von da unten plötzlich. Ist zwar nur ein Vierer, aber
Ja, passt, Bro, passt. Liegt. Dann schauen wir uns auf jeden Fall mal beide an. Das hat jetzt gedauert bis 10.57 Uhr, kam aber tatsächlich sehr random, aber sehr, sehr gerade auf unser Baum zu, eben wo wir das Mittel hierhin gemacht haben. Dann gehen wir auf jeden Fall mal hier runter und schauen uns auf jeden Fall mal beide hier an. Es war zwar hier nur ein Vierer von oben direkt in ein Herz rein, genau das wollte ich sogar. Hat auf jeden Fall funktioniert. Und hier das Reh war ein Zweier-Reh, 67, also relativ knapper Gold, wenn ich eben nicht mit den falschen Pfeilen geschossen hätte. Ist sogar nur in einen Lungen reingegangen, also bin nicht so gut mit dem Bogen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall jetzt hier rüber zu diesem Spot und dann wahrscheinlich noch hier unten zu diesem Hochsitz und guck mal, was da so geht. Wir haben jetzt schon kurz nach 12, weil ich ganz kurz weg musste. Ist auf jeden Fall tatsächlich aber hier ganz schön. Obwohl, also beim Baum hat es jetzt ganz gut funktioniert. Ich würde tatsächlich das wieder an dem Baum hin hier irgendwo hin machen. Sagen wir machen das direkt hier vorne an dem Baum hin. Direkt hier hin machen. Noch wieder zweimal. Und ich sagen, gehen wir direkt wieder zurück. Wir haben jetzt 13.01 Uhr und es ist wirklich noch nicht einmal irgendwas passiert. Also der Spot hier ist sehr, 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 sehr schwierig tatsächlich. Also wirklich gar nichts bis hierhin. Ich würde auch direkt hier rüber gehen. Egal, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hoch und schauen uns mal an, was es dort so gibt. Es ist auf jeden Fall ein Hochsitz. Es ist jetzt kein Tarnzelt. Ist schon mal sehr, sehr gut. Ich mag es eher, wenn wir ein bisschen weiter oben sind. Und es sieht auch hier gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Aber so ein Hochsitz gefällt mir schon auf jeden Fall tausendmal besser als so ein Tarnzelt. Ja, es ist schon viel, viel besser. Wir haben jetzt 13 und 15. Ich bin mal gespannt, was es hier im Umkreis so gibt. Ich hoffe ein paar Rothirsche, wenn nicht, ich habe natürlich auch das andere Zeugs dabei. Jetzt kommt hier auch die Sonne raus, also es sieht wirklich sehr, 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 sehr cool aus. Aha! Okay. Hier kommen auf jeden Fall Rothirsche. Oh, da kommt was Größeres. Sehe ich gerade. Da kommt was Größeres. Ein Siebener. Aber der Siebener sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Würde ich aber jetzt auch erstmal mit dem Bogen schießen. Würde ich auf 40 Meter oder vielleicht kommt er jetzt sogar auf die 20, ja. Bisschen mehr als 20. Und der liegt direkt. Vielleicht sogar das Herz getroffen, ich weiß es nicht. Schuss sah auf jeden Fall gut aus. Oh, da, die kommen sogar diesmal von dort hinten raus. War ein Sechser da dabei? Ich glaube, ja, tatsächlich. Den würde ich direkt auch dann mit dem Bogen rausnehmen. Kommt direkt hinter uns einer. Würde ich sogar den hier rausnehmen. Ich glaube, der Schuss, doch, der hat auf jeden Fall gepasst. Dann haben wir jetzt nochmal zwei. Also sehr, sehr viele Männchen tatsächlich. Ich hoffe bloß nicht, dass da irgendwie noch was Größeres jetzt noch mit dabei ist. Geht runter. Achso, ja klar, geht da runter. Die Pfeile sind falsch, deswegen. Aber der Spot jetzt hier ist tatsächlich gar nicht so übel für Rothirsche. Egal, ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall mal uns jetzt hier die an. Hier liegt auf jeden Fall einer drin, müsste der Sechser gewesen sein. Hier vorne müsste dann der... Aha, hier ist noch der Fünfer. Den hätte ich jetzt fast sogar übersehen. Und eben, der sieht sehr, sehr schön aus tatsächlich für einen Siebener. Ist wahrscheinlich eher sogar ein Achter bei 212. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Siebener. Und irgendwo hier vorne müsste dann sogar noch der letzte liegen. Hier liegt er. Fünfer. Hat ein ziemlich symmetrisches Geweih. Sieht sehr schön aus. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich ganz gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Reingehauen.